Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Mirror mit eurem Ritter 5200 und wieder neben mir ist der Blutteufel. Hallo! So, wir haben jetzt mal aufgehört in diesem Zimmer, dann gehen wir mal weiter, mal gucken, kommen wir hier rein? Ah, verschlossen. War ja klar. Aber das Schloss sah ja in meiner Erinnerung ganz anders da aus. Gut, du musst bemerken, dass die alten Spiele sind echt alt. Also sind schon älter als sonst, ne? Du musst echt bemerken, dass hier schon ein bisschen... Klar, natürlich. Du musst berücksichtigen. Und außerdem werden wir momentan auch ziemlich viele Spiele... Hier runter kommen wir zu Harry, zu Andrew. Ach, ich krieg diesen Namen zusammen. Neu aufgelegt. So. Weltkugel will ich auf jeden Fall nochmal hin. Der Weltkugel kann ich bestimmt etwas machen. Da sind wir jetzt lang gelaufen. Gehen wir mal hier rüber. Oh, war da eine Topfpflanze? Ich würde doch bestimmt in der Pflanze was machen. Da werde ich meinen Arsch drauf. Da können wir bestimmt noch was machen. Nee. Ach. Schlimm. Ich hasse mich. Ah, und das sage ich doch. Wir können bestimmt noch was an der Weltkugel machen. Hervorragende Handwerkskunst. Ich bezweifle, dass sich unsere Familie heutzutage so eine Kostbarkeit leisten könnte. Das ist doch bestimmt noch ein Teil des Rätsels. Da hab ich meinen Arsch drauf. Oh, und so ein Bild. Ich sehe die Familienähnlichkeit. Der hier ist sehr jung gestorben. Und der hier? Offenbar hat niemand von ihnen ein besonders hohes Alter erreicht. Das ist der Fluch, mein Freund. Ah, der alte Schlossfluch. Ich liebe ihn. Ich was diesen... im dritten Teil passiert, das werden wir auch noch irgendwann mal sehen. Also, ich kann schon mal vorab sagen, wir spielen jetzt den neuen, ihr seht ja, wir spielen den neuen Teil von Black Mirror. Und ich selbst, wir haben es vorhin versucht, Teil 1 zum Laufen zu kriegen. Funktioniert nicht, es nimmt nicht auf, so wie wir es gerne hätten. Von uns wird wahrscheinlich Teil 2 und Teil 3 kommen, aber Teil 1 wird leider ausbleiben, da müsst ihr leider bei jemand anders gucken. Aber Teil 2 und Teil 3 folgen noch nach. Wir machen erstmal das Neue. Auch wenn das ein bisschen, naja, falsch ist, aber wir machen erst das Neue und dann die Alten und wir können dann so gucken, wie ihr möchtet. Ne? Also, das auf jeden Fall. Gehen wir die Treppe hoch. Können wir das überhaupt? Ja, wir können. Erschlagen, klopfen. Schade. Dachböden sprechen oft Bände über die Besitzer eines Hauses. Das wohl nicht. Okay, da können wir wahrscheinlich auch nicht rein. Doch, oder dürfen wir die Wände schlafen? Ja, dann gehen wir aber auf jeden Fall mal hier durch die Tür. Wie ich Andrew. Oder ich kann mir die Namen nicht merken. Bei allem. Oh, lesen. Ausgewählte Gedichte von Edgar Allan Poe. Einer von Vaters Lieblingsschriftstellern. Lass mich küssen die Stirn dir. Und indem ich geh von hier, gönne dies Bekenntnis mir. Du täuschtest dich kaum. Meine Tage waren ein Traum. Denn die Hoffnung ist geflohen. In den Tag, in die Vision, in die Nacht. Zu einem anderen Ort. Ist sie dann weniger fort? Was wir sehen und schauen, ist nur ein Traum in einem Traum. Ein Traum in einem Traum. Da fehlt manchmal Untertitel noch. Och, das möchte mir nichts. Wenn wir ruhig sind, hören das ja unsere Leute, ne? Also alles gut. Ist es das, was Vater mit der Familie der Schlangen gemeint hat? Oh. Bin sie am Weg, den Schreibtisch in der Bibliothek zu öffnen. Okay, Tagebuch, was haben wir hier noch? Ah, steht wahrscheinlich nichts Neues drin, mal gucken. Okay, selbst. Da ist noch eine Seite. Nein, kann ich weitermachen, alles gut. Inventar, wir haben ja das Ohr, wir haben den Ohrring gefunden. Ah, da können wir ja gucken jetzt. Oder so. Mode ist nicht mein Fachgebiet, aber er scheint eher altmodisch gestaltet zu sein. Okay, das schon mal. Okay, dann haben wir alles nur dasselbe wieder. Wir gehen noch was hier, kann man hier noch was gucken? Eine Notiz über eine Bibliothek, ein Schlüssel und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Das weiß ich nicht. Werden wir jetzt rausfinden.
Gut, Kursprotokoll ist auf jeden Fall aktualisiert. Haben wir hier noch so Foto geschrippelt oder sowas? In der Art. Haben wir hier? Oh, okay, können wir nochmal lesen? Dann bin ich mal gespannt. Verzweiflung von einem Mann namens Howard Phillips Lovecraft. Schatten von vergangenen Freuden, Boten von zukünftigem Leiden, da zum Wahn sie sich vereinen und der Seele Bürde sind. So ist Kummer stets Gefährte allen Lebens, voller Härte, raubt voll Inbrunst alle Werte. Fried und Ruh sind Illusion. Doch jenseits vom Weh und Ach des verhassten Lebens bald erwacht das Vergessen, das mit Macht auslöscht die endlose Pein. Die Worte einer gequälten Seele. Ah, Entschuldigung, dass ich da gelacht habe, aber ich habe schon jetzt in meinem Kopf teilweise überlegt, Lovecraft hat mich ein bisschen zurückerinnert an Tomb Raider, aber das hat natürlich nichts damit zu tun, ne? Also, ich war kurz auf gefalschen Gedanken und ja, seht ihr, habe mich komplett vertan. Aber gut, weiter geht's. Das Schloss von Otranto von Horace Walpole. Damit habe ich einst angefangen, es aber nie zu Ende gelesen. Die sanfte Maid, von deren Leid erzählen diese trägen Seiten, kann denn, ob ihres schweren Schicksals, nicht eine Träne dir entgleiten? Hätte ich jetzt auch gesagt. So, hier können wir noch untersuchen. Oh, geht's hier? Geister, Legenden, antike Geschichte. Wo sind die restlichen Bücher? Gibt's hier Bücher, die ich finden muss und einsetzen muss? Ach, ich hinterfrage so oft vieles. Und im Endeffekt hat das nichts zu bedeuten. Ach so. Ha! Schon fast erschrocken. Haben wir hier unten irgendwas? Umlaufen, okay. Gehen wir mal hier rüber, also hier ist der Eingang. Da bin ich nicht drauf. Diese Steuerung mit WASD ist oh. Gewöhnungsbedürftig. Das cool. Ja. Was ich auf jeden Fall auch noch bringen werde, ist auch vielleicht noch Dings, Call of Cthulhu. Das habe ich mir auch schon, das neue Spiel habe ich mir auch schon ins Auge gefasst. Das habe ich auch auf jeden Fall vor, noch zu Let's Playen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Aber jetzt noch nicht. Ich weiß, es haben vielleicht schon viele Let's Played und es ist wahrscheinlich nicht mehr so witzlos, da nochmal zuzugucken. Aber es macht einfach Spaß. Let's Playen und ganz ehrlich, dann lassen wir es auch nicht verderben. So, gehen wir hier hinter. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir hier gucken? Nein? Gut. Kannst du aber mit denen eigentlich sprechen? Naja, ich will erstmal mich hier durchgucken, weißt du? Ach so, ach Erstmal so, ach so. erkunden, weil es könnte sein, dass wir irgendwo was finden. Weil wir haben ja Fototeile gefunden und wenn wir alle finden, ne, könnte es ja sein, dass wir etwas entdecken dadurch. Wenn wir das zusammensetzen können. Aber noch sieht es nicht so aus. Also untersuchen wir mal ganz kurz. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich habe ein System und will nichts durcheinander bringen. Lady Gordon ist sehr bedacht auf Vertraulichkeit. Selbstverständlich. Haben wir etwas zu verbergen? Dasselbe Meinung bin ich auch. Er hat doch bestimmt was zu verbergen. Jetzt zu dritt. So, was sagen wir? Also, Generalschlüssel. Ich habe bemerkt, dass die Tür zum Herrenzimmer verschlossen ist. Könnte ich einen Schlüssel dafür bekommen? Natürlich. Ich sorge dafür, dass Sie einen Schlüssel erhalten, sofern es einen gibt. Schließlich sollte für den baldigen Besitzer keine Tür verschlossen sein. Gut. So. Die Kannten Sie meinen abschaffen. Vater? Ich wurde zum Haus berufen, kurz nachdem Ihr Vater angekommen war. Wozu wurde ein Anwalt benötigt? Aufgrund der komplexen lokalen Gesetze, die ich erwähnte. Ihr Vater ging fort, als Lord Edward starb, also wurden die rechtlichen Formalitäten zur Übertragung des Hauses nie durchgeführt. Soll das heißen? Aber nicht doch. Es wird keine Probleme geben, das Anwesen auf Ihren Namen zu übertragen. Wenn Sie das wünschen. Das wünsche ich mir sofort. Meine Dokumente. Hatten Sie schon Gelegenheit, meine Papiere zu überprüfen? Ja, und es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alles in Ordnung ist. Meiner Funktion entsprechend muss ich Ihnen allerdings sagen, dass das Familienvermögen durch Edwards Tod und die Abwesenheit Ihres Vaters über die Jahre erheblich geschrumpft ist.
Aber der wahre Schatz sind das Schloss und das Land selbst. Ich habe noch nicht so viel Zeit hier verbracht, wie ich gerne würde, aber dieser Ort ist einzigartig. Halt dich nicht zu lange auf, mein Freund. Das sieht entmutigend aus. Aber lohnenswert. Und faszinierend. Faszinierend? Auf jeden Fall. Die Geschichte der Familie Gordon reicht ungemein weit zurück. Stimmt es, dass wir eine der ältesten Familien in Schottland sind? Oh, sie sind viel mehr als das. Die Gordons besitzen dieses Land seit der Antike, bevor es überhaupt Aufzeichnungen gab. Dann sind da noch ein paar ungewöhnliche örtliche Gesetze. Es ist teilweise eine Herausforderung, aber eine sehr willkommene. Nun denn, es war ein langer Tag. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich hole mir noch etwas zu lesen und gehe dann ebenfalls zu Bett. Gute Nacht. So, er hat sein Schreibtisch jetzt verlassen. So, können wir am Schreibtisch irgendetwas machen? Er ist ja jetzt weg. Man könnte auch ein bisschen Unfug treiben, ja? Anscheinend nicht. Muss irgendwie das Dings aufkriegen. I. Viele Schlangen. Schlüssel. Moment. Haben doch hier die Steinfigur vom Vater. So, das nehmen wir mal. So. Vorsicht. Schlüssel. Familie der Schlangen. Okay. Ein Junge. Okay. Gedankenfetzen eines Verrückten. Ich konnte es nicht über mich bringen, das Mutter zu zeigen. Ich will mich zu Orten finden. Okay. Und Bibliothek. So. Ich habe jetzt schon was gefunden. Ich will mal gucken hier. Verschlossen. Nein, kann ich nicht. Wo kriege ich jetzt einen Schlüssel? Um Langler. Und wir haben geguckt. Müssen wir weiter gucken, ne? Weiter gucken. Schadet nicht. So, ich würde aber viel mehr Sachen jetzt erkunden, weil. Gerade ein bisschen beunfrieden, weil. Wir wollen uns jetzt noch was zu lesen holen. Wo sind die restlichen Bücher hin? Das ist jetzt die Frage. Bücher wollte er haben. Laufen wir noch einmal aus Rom. Vielleicht können wir noch nehmen. Oder eventuell einmal kurz runterlaufen, wegen den Büchern zu gucken. Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Leute, das war gerade mein Bruder gewesen. Auch. Alles gut. Das war nur ziemlich laut. Ja. So, gehen wir mal weiter. So, jetzt sind wir natürlich hier. Wir wollten ein Buch. Komisch. Also ich weiß gar nicht, können wir schon zurückgehen? Oder eigentlich öffnen? Nein. Gehen wir nochmal hier hinter, gucken nochmal die Tische. Können wir hier noch nehmen? Radio. Schreibmaschine, auch nichts. Uhr. Gut. Auf jeden Fall ist hier eine schöne Atmosphäre, aber. Lauf! Auf den! Ah! So. Er hat sich gerade in ein Möbelstück verliebt gehabt. Wahrscheinlich. So, weiter geht's. Also da ist schon mal nichts. Gehen wir einmal rüber. Hier hin. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier könnten wir rausgehen. Da ist die Truhe. Ich weiß mal den Raum. So. Sind wir hier draußen. Durch. Das versucht. Kann man aufnehmen. Es muss hier irgendetwas leicht übersehen. Ohrring könnte der Großmutter gehören.
Das Feuer haben wir ja schon untersucht. Da ist ja nichts mehr. Mal probieren. Gleich. Zumindest wäre ich mir nicht sicher, was ich jetzt noch übersehen haben soll. Verlassen. Oder so. Im Widerspruch zu allem, was ich bislang über Großvater Edward erfahren habe, verehrt Lady Margaret ihn noch immer. Joa. Ja, kein Geheimnis gerade. Okay, hier scheint schon mal nichts zu sein. Wir sollen aber das mit der Schlange öffnen. Wie wird das? Hier scheint ja nichts mehr zu sein, also an sich. Also ich gehe mal nochmal hoch in den Speisekammer, wenn ich durch kann. Ja, ich darf. Sehr gut. So. Ja, wenn ihr was gehört haben solltet, das war die Kuh. So. Hier scheint aber weiterhin nichts zu sein. Es ist nichts, was einen Hinweis darauf geben könnte, was sein scheinen könnte. Nein, 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 nein. Ah, Subi. Naja. So, da wäre es rausgegangen. Da ist nochmal hier. Aber hier auch nichts, was wir haben können. Gut. Gehen wir hier wieder lang. Ein paar Sachen haben wir jetzt gefunden. Und noch ein paar Fotos. Das wird was. Ja, das wird was mit uns. Das wird was. So. Gehen wir mal hier rein. Mal ein bisschen weiter. Ein Foto, haben wir schon angeguckt. Lady Margaret und Ed. Gesagt, das hat er schon gesagt. Lady Margaret nochmal untersuchen. Nein, können wir nicht. Schade. Hier noch. Kann man hier noch unter. Ich glaube, diese Kamera manchmal. Ah! Ah, ich komme mit klar. So, gehen wir hier raus. Da hinten ging es ja nicht weiter. Hier hoch. Das Herrenzimmer ist wie gesagt noch zu. Hier hinten kommen wir keine Tür rein. Gucken wir nochmal. Da nicht. Da haben wir ein Stück Foto gefunden. Da kamen wir auch nicht rein. Da hinten war die Bibliothek. Wir haben noch die Treppe. Da könnten wir aber nochmal hochgehen, könnten gucken, ob wir mal klopfen können oder so. Um den Raum zu betreten. Da können wir nicht rein, wenn ich jetzt dagegen laufe. Auch nicht. Okay. Dann sind diese Sachen schon mal abgeschlossen. Genau. Hoch. Klopfen, öffnen. Öffnen. Warum mal versuchen vielleicht? Also nein. Also da kann ich machen, was ich will. Die Tür geht noch nicht auf. Alles klar. So, hier war ja anscheinend nichts mehr. Nur, dass wir bemerkt haben, dass ein paar Bücher fehlen in der Bibliothek. Geister, Legende und sonstigen Zeug. Wahrscheinlich ist das in diesem Herrenzimmer von seinem Vater. Das werden wir ja später alles finden. Rüber, weil dürfte ich jetzt haben, was ich erkunde. Also, ich probiere jetzt mal ins Bett zu gehen. Gut. Das haben wir auch schon getan. Jetzt will ich nochmal öffnen. Ist noch was drin? Nein, nicht, ne? Wenn ich schon so gucken kann, macht mich das stutzig. Aber gut, da ist jetzt nichts, was ich jetzt noch anpassen könnte. Hier ist noch was zum Untersuchen. In so einem alten Haus bleibt über kurz oder lang keine Schublade leer. So, untersuchen. Dieser Raum muss neben meinem sein. War das, was Vater mir sagen wollte, als er mir dieses Stück geschickt hat? Könnte sein, aber... Nö. Dieser Raum. Er sagt das Vater. Okay. Er sagt dasselbe. So. Ich und meine Aussprache heute. Kampfen.
bin immer noch ein bisschen verdattert durch gestern. Hier dürfte ja eigentlich nichts mehr sein, oder? Ne, hier dürfte ja nichts mehr sein. Okay. Dann gehen wir vielleicht jetzt mal in den Baderaum. Irgendwas muss ja noch da sein, was wir machen. Okay, er will doch nicht da rein. Okay. So. Schlaflosigkeit, meine treue Frau. Andrew, die für Bibliothek. Dann will er lieber stinken. Also er will also, dass ich unbedingt die Tür in die Bibliothek öffne. Aber was soll ich öffnen? Nein, wir gehen nicht zurück, dann gehen wir nochmal in die Bibliothek zurück. Dann muss irgendwas noch sein, was ich machen muss. Also gut. Here we go. Ja, rein. Also, wir wissen, hier ist nichts mehr außer das. Familie der Schlangen. Welche Familie der Schlangen? Dann kannst du doch öffnen. Ja, nee, aber das soll ich ja aufmachen, nur ist ja verschlossen. Verschlossen. Das ist ja. Wir brauchen also irgendetwas, was das triggert zum Öffnen. Nur was? Geh mal runter. Vielleicht die Bücher sind, die oben verschwunden sind. Was mich fragen würde, ist jetzt hier die Uhr. Kann man Nein. Kann man nicht. Ich würde aber auch gerne hier mein Dokument durchlesen, die er hier hatte. Vielleicht vorher mit Info. Aber genauso ausgegangen. Hier? Mindestens nichts, was ich jetzt hier noch machen könnte. Zumindest glaube ich das. Weil ich. Naja. Jetzt kommt die Tür. Raus will ich zu lange. Raus will ich noch nicht. Gehen wir nochmal hier hinter. Ein Buch zum Lesen will er haben. Buch zum Lesen. Büschle. Okay, dann gehen wir mal hier irgendwie dran vorbei. Ah, okay. Mal einmal außen rum. Gehen wir nochmal hoch. Familie der Schlangen. Sollte mir vielleicht jetzt was sagen. Aber sagen tut's mir nichts. Schön. Damit auch Rat los. Ja, ich aber auch. Ich muss mich mal hier ein bisschen an die Seiten halten. Mal gucken, was hier. Muss irgendetwas da steckt sein. Irgendetwas. Irgendwas muss hier sein, was ich hier machen kann. Scheiße, ich renne jetzt ein bisschen zu oft hier so nah an der Seite rum und. Es ist gerade vielleicht ein bisschen langweilig, aber. Ich suche und suche. Passiert. Auch ein blindes Huhn trinkt mal ein Korn. Da werde ich wohl auch mal eins finden. Oder Rottler. So. Da war nichts an der Seite. Hier vielleicht am Tisch. Das ist mal ein Aschebecher, gell? Ein paar Stühle. Könnte es vielleicht sein, typisch dass jetzt. Könnte es jetzt sein wegen Andrew, weil er jetzt ja gegangen ist, gell? Mhm. Könnte es eventuell jetzt sein. Wir waren ja da oben, da ging die Tür ja nicht auf, auch als Andrew weg war. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann wollte ich ja schlafen gehen. Würde passieren, wenn ich jetzt mal hier hintergehe. Also hier kann ich nochmal. Hier zeige ich mir einen untersuchen an. Was will er denn machen? Ist hier irgendwas, was ich noch machen kann? Ich verzweifle es. Also ich kann das Bild hier einen untersuchen. Warte. Tagebuch. Inventar. Ein Abschiedsgeschenk meiner Mutter. Um mir den Weg durch das Dunkel zu zeigen, meinte sie. Hey. Der Ohrring halt. Mode ist nicht mein Fachgebiet, aber er scheint eher altmodisch gestaltet zu sein. Ihr Küssprotokoll. Finden Sie einen Weg, den Schreibtisch in der Bibliothek zu öffnen. Finden Sie einen Weg, sagt er mir. Frage ist jetzt nur, was ist der Weg?
Also okay, hier können wir auf jeden Fall nirgendwo rein. Finde ich schade. Wo ist dieser Andrew hin? Vater muss im Herrenzimmer etwas für mich hinterlassen haben. Würde er mir im Nacken sitzen, sagte. Nachricht, irgendetwas, was wir können. Wäre verdammt wichtig. Die Fototeile, die wir gesammelt haben. Ja. Da frage ich mich, für was können wir die benutzen? Mal runter, die Treppe. Aber er hat ja schon gesagt, es scheint niemals ein hohes Alter gehabt zu haben. Familie der Schlangen würde schon sagen, dass das hier das ist. Größtenteils. Oder zumindest der Globus gehört wahrscheinlich nicht dazu. Ritterrüstung. Ich weiß noch, als damals die ganzen Gemälde gehangen haben. Mhm. Von den zwei Brüdern. Einer war der Arsch, der andere war der Gute. Ja. Wie ich die zwei vermisse eigentlich. Das wird was gehen. Nicht die Hand. So eine schöne Atmosphäre zu erleben, ist wirklich sehr schön. Aber irgendwo muss. Auch besonders im AD-Modus. Wir haben hier ein Bild, was wir einer untersuchen können. Er sagt dasselbe. Wir haben hier eine Urne, hier haben wir unsere Großmutter. Grammophon, können wir hier vielleicht doch irgendwo etwas machen? Das werde ich morgen definitiv anwerfen. Das werde ich. Okay, er sagt dasselbe. Okay. Dasselbe. Er sagt hier eindauernd dasselbe. Sind noch Zigarren? Sehr gut. Foto? Kann ich vielleicht hier in die Ecke reingucken? Auf ihm ist? Nee, ist hier nichts. Nein, ich bin nicht Raucher. So. Zumindest, ich rauche keine Zigarren. Würde ich niemals tun. Ich hab's immer mal probiert. So. Familie der Schlangen. Es gibt mir zu denken. Es gibt mir sehr leicht zu denken. Nur was genau könnt ihr hier finden, was auf Familie der Schlangen führt? Familie der Schlangen. Findet die Antwort. Dann haben wir noch eine mathematische Lösung. Wo ich mir keinen Reim rausmachen kann, aber ich glaube, ich erst für später gedacht. Da frage ich mich, was meint er damit? Da ist wieder die Tür. Ja, wir prompt durchgehen werden und auch können wir zurückgehen werden. Schön. Das ist mal ein Schlawiner. So. Dann ist eigentlich nur noch das untere Zimmer. Hier brennt Feuer. Hier ist kein. Ist hier oben vielleicht noch irgendetwas, was man eventuell anschauen könnte? Was uns irgendwie einen Hinweis darauf gibt, was mit der Schlange. Familie der Schlangen damit gemeint ist. Irgendein Hinweis. Da ist noch eine Ritterrüstung. Hier ist noch mal ein paar Gemälde. Da ist noch mal das. Vielleicht hier die Bannen. Tür. Ich würde ja gerne durch die Tür gehen. Aber hier komme ich nicht durch. Hier ist noch am Feuer, aber was kann ich hier noch finden? Was kann ich hier noch gucken? Gerade zum Haare raufen. Aber auch nur ein bisschen. Da kann ich leider nicht. Hier ist wieder so eine Tür. Und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwas mit dem Feuer in irgendeinem Teil machen mussten. Dann kommt man da durch. Ach, noch. Für mich ist das ein Geheimgang. Hier war staubig. Das war klar. Familie der Schlangen. Haben wir nicht irgendwie Fotos oder so, die wir hier machen könnten? Außer jetzt, dass wir das hier haben. US-Protokoll bei Q haben wir weiterhin das. Machen Sie es auf. Bei denen habe ich hier nichts.
Genau, da kannst du Einstellungen machen und so. Also ich würde sagen, wir haben die 30 Minuten erreicht. Ich suche noch ein bisschen weiter. Wir machen dann genau da weiter, wenn ich die Lösung gefunden habe, ne? Also für da, wo es weitergeht. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich suche einfach nur bis dahin, wo ich dann weiß, okay, das muss ich untersuchen. Daran liegt's. Alles klar. Und dann wieder, wie es immer heißt, ciao mit V.